So, da sind wir wieder. Und dann gucken wir mal jetzt. Jetzt wollte ich gerade mit der Maus ins Terminal rein tippen, die wo mein OBS dran ist. Dort geht so natürlich nicht. Ah, ist eigentlich die erste. Warte mal, kurz eben. Ich muss erst mal erstmal. Kabellage. Weißt du was? Dich packe ich einfach nach hier hinten. So. Dann habe ich hier die Maus für in das. Und hier habe ich die Maus von OBS. Da werde ich garantiert überhaupt nicht durcheinander kommen oder so. Ach, Ivo. So, hier brauchen wir jetzt das Terminal und da machen wir jetzt actually, das ist wieder ein bisschen kleiner. Und dann gucken wir mal, das war jetzt der Befehl hier. Und als nächstes wechseln wir jetzt rein. Erstellen einen Bildordner und wechseln da rein. Und dann heißt es CMake, let's go. Ja, spannend, ob der wieder irgendwelche Fehlermeldungen droppt. Wenn ja, ist der Drops gelutscht. Da lag es nämlich wirklich daran, dass einfach bestimmte Pakete schon zu alt waren. Und da irgendwelche Syntax-Regeln sich geändert haben. So, XCB Library not found. Wie ist das denn möglich? Sudo apt install. Tja, wie heißt das die Library? libxcb ist ein guter Start. Und dann einfach mal dev. Gibt natürlich nicht. Da muss noch eine 1 hinter. So. Die Tastatur, die ich rausgekramt habe, ist voll verstaubt, ey. So, das Ding ist aber schon installiert. The fuck is going on? Siehst du schon, komme ich mit den Mäusen durcheinander. Ach, scheiße. Das heißt, OBS-Maus kommt doch nochmal nach oben. Und die Maus kommt hier hin. So. So. Wie war der Fehler genau? Ach, XCB Composite Library. Ah, siehst du, man muss nur ein bisschen lesen. Die XBS Composite Library. So, gibt's die direkt hier? Ja, Composite 0 und dann Strich Dev. Ja, die war nämlich noch nicht installiert. Schau mal einer, guck. Da müssen die wohl ihr Wiki anpassen. Das musste nämlich eigentlich hier oben mit rein. In das Ding. Ja, da haben sie, genau hier. Hier haben sie libxcb und die ganzen anderen Sachen. Aber Composite fehlt hier. So. Zweiter Versuch. SRT und Rist Library not found. Warum haben die hier einen Dependency-Befehl drinne? Achso, oder die Webseite an sich ist halt super. Internet ist ja ein Forum gewesen. Dann ist das Ding einfach mittlerweile veraltet. Dann, ja, ist ja kein offizielles von OBS oder so. Sondern bloß irgendein alter Forum-Eintrag, dann ist die einfach veraltet. So, wir hängen die Befehle einfach hier dran, ne, damit ihr dann später irgendwann dann einfach den gesamten Befehl habt. So, SRT. Was gibt's da? SRT 1.4. Gibt's da irgendein Dev? Hier gibt's kein Dev. Okay, libSRT 1.4, GNU und OpenSSL. Achso, doch, hier gibt es für beides die Devs. Kann ich einfach beide installieren? Wahrscheinlich eher nicht, weil es immer Alternativen sind. Das heißt, die mögen sich dann gegenseitig nicht. So was hat man öfters mal. Gibt zum Beispiel auch bei CURL zum Beispiel, gibt es auch ein alternatives Paket. Siehst du? GNU kollidiert mit SSL und SSL kollidiert mit GNU. Das heißt, wir können nur eins von beiden installieren. Und da wäre jetzt die Frage, was davon ist besser. Ich habe keine Ahnung, weil ich die Pakete nicht kenne. Ich nehme aber einfach mal. Ja, klingt beides gut, ne? Ich nehme aber trotzdem mal die OpenSSL-Variante. So, und dann das zweite Paket war Rist. Gibt es da auch eine Lib? Librist. Oh, gibt's nicht. Was ist das denn? Gibt es ein Paket? Ristretto. Das klingt mir nicht vertrauend. Also nicht so, als wenn das das, was ich meine. Dann recherchieren wir da noch mal ein bisschen. So. Rist Debian.
RIS-Tools. Okay. Die Frage ist, braucht er Tools oder er braucht er hatte gesagt, er braucht Libraries. Das heißt, wir müssen mal gucken, ob es eine LibRIS, ja genau, LibRIS 4 gibt. Warum hat er die denn bei uns aber nicht angezeigt? Lib. Nö, kennt er nicht. Verdammt! Dann müssen wir uns die also wahrscheinlich manuell runterladen und mal gucken, ob es hiervon auch eine Dev gibt. Libris Dev gibt es auch. Dann nehmen wir die hier noch. So, wir müssten ARM64 haben. Gut, wir machen erstmal die beiden Libraries, die es schon gibt, denn die beiden sind direkt in den Paketquellen vorhanden. Und dann gucken wir mal nochmal. So, uname all. Ja. So, wir haben AA64. Okay. Also haben wir ARM64. So, das heißt, wir brauchen einmal mal gucken, ob wir jetzt in anderen Abhängigkeiten haben. Das hier dürfte funktionieren, aber das hier sieht mir sehr kryptisch aus. No punch intended. Ja, und gucken wir einfach mal, ob wir die anderen Abhängigkeiten selbst aufgelöst bekommen. Einfach mal runterladen. So, und das hier ist die Dev. Achso, ich glaube, was habe ich jetzt eigentlich? Hier haben wir Sid. Und hier gibt es aber keinen. Ach doch, hier. Die Frage ist, wollen wir Sid überhaupt nutzen? Weil Sid ist halt schon sehr neu. Da werden wir wahrscheinlich erstmal diverse neuere Pakete brauchen. Warte mal kurz. Wo konnte man noch mal sehen, in welchen Repositories die Dinger überall vorhanden sind? Ach jo, Bockwurm und Sid. Okay. So, mal hier. So. Alles klar, ich download einfach mal beide. Wobei die Abhängigkeiten scheinen bei beiden gleich zu sein. 2.88. 2.28, so rum. Und hier auch. Wobei der hat noch mehr Abhängigkeiten. Dann nehmen wir auf jeden Fall mal doch diese Bockwurm-Variante. So, ARM64. Download. Hat er schon oder nicht? Hallo? Downloads. Wie ist das Scheißding nochmal? Librist. Ja, hat er nichts gedownloadet. Wieso downloadet der Huren so nichts? Nö, so. Hat aber keinen Bock drauf. Wahrscheinlich, weil es ein HTTP-Link ist. Dann machen wir es mal Link speichern unter. So, nehmen wir das. Einmal speichern. Und hier nehmen wir auch die Bockwurm-Variante. ARM64. Und Link speichern unter. So. Wollen wir behalten? Und wollen wir behalten? Ich muss mal gucken, ob ich die Helligkeit jetzt runtergedreht bekomme. Hier ist schon wieder das, dass Sachen, die so leicht hellgrau sind, auch so weiß erscheinen, weswegen hier alles relativ grell erscheint. Da kann man kaum was erkennen. Dann muss ich aber jetzt hier bei meinem Host-System gucken. Quick Video for Linux. Und ich weiß, dass das nicht Quick heißt, das heißt QT, aber leck mich. So. Haben wir hier Color Space?
Aspect Ratio. Ja, nee, das war leider. Die hat im eCapture-Card, da habe ich wohl die falsche gegriffen. Lol. Wo man nicht die Helligkeit einstellen kann. Sehr geil. Verdammt. Na gut, dann nicht. Dann müssen wir damit erstmal leben. Man kann ja soweit alles erkennen. So. Okay. Das heißt, jetzt haben wir die Sachen gedownloadet. Wir brauchen erstmal das Originalpaket, das hier. Na, kann ich den überhaupt installieren? Ja. Wir machen das mal über DPKG. Dateien im Terminal öffnen. Vergrößern, scharfstellen. Vergrößern, scharfstellen. Vergrößern, scharfstellen. So, DPKG install und dann lib. Ach ja. Sudo. So, was brauchen die alles? Sudo apt install. Wir brauchen das Ding. Gibt es. Wir brauchen das Ding. Oh, da gibt es nur die drei Variante. Verdammt. Das ist jetzt nicht so gut. Da müssen wir gucken, ob wir die siebenmal installieren können. Libmcrypto 7. Okay, das Ding hat zum Glück kaum Abhängigkeiten. Sollte also kein Problem sein. Ach ja. Links weiter runter. Weiter. Und behalten. So, dann also die Sache einfach abbrechen. Und wir brauchen libm das Ding auch noch. So, jetzt dürfte eigentlich nur noch dieses JSON fehlen. Ach, leck mich. Wenn man mal Befehl sucht, ist er nicht da. Achso, weil er im anderen Terminal ist. Egal. Sudo apt install. Und jetzt brauchen wir noch diese Library. Und alles andere ist dann. Genau. Okay. So, es hat genau. Jetzt hat er JSON eingerichtet und dann gleichzeitig auch noch Rist und Ristdev. Das heißt, jetzt sind alle Pakete richtig. Und nachdem er Fremdpakete installiert hat, am besten immer dieses sudo apt und dann Strich F install. Also, so hier. Weil so guckt er, ob alle Abhängigkeiten im System ordentlich aufgelöst sind. Und ja, bei uns ist das der Fall. Sehr gut. So, jetzt können wir so weitermachen. Jetzt müssen wir wieder diesen CMake machen. Das war beim anderen Terminal. So, hier. CMake. Oh, wir waren gespannt, was uns jetzt noch fehlt. Einfach alles. Oh, ich sag's ja. LibVA. Wozu braucht dieser so ein LibVA? Sudo apt install. LibVA. Das wird wieder einen ganzen Rattenschwanz mit installieren. Wobei die ganzen DRM-Packages müssen ja eigentlich schon alle installiert sein. Ist ja. Oh, bist du gerade mal drei Stück. Oh, dann geht's ja. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich dachte, wir kommen wenigstens dazu, das Ganze zu kompilieren. Aber wir sind ja gerade dabei, die ganzen Abhängigkeiten hier zu dingstern. So, was fehlt denn diesmal? Libiantf? Habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn das? Libiantf. Nee, gibt's doch gar nicht. Gut, können wir das Ding einfach deaktivieren? Braucht das irgendwas Wichtiges? Aya NTV2. Das Package sagt mir ja mal gar nichts. Warte mal kurz, gibt es hier eigentlich einen Help? Ne, gibt offensichtlich nicht.
Schade eigentlich. Gut. Dann müssen wir mal schauen, wo wir es finden. Lieb. Ah ja. Wie heißt die Ding? Ah ja. Ah genau. Ah ja, NTV. Was ist denn hier los? Okay. Das Durchtappen der Fenster macht natürlich eine andere Reihenfolge als Ubuntu. NTV 2. Debian. Debian hat mir komplett falsch geschrieben. Sehr geil. Ah ja, Video, NTV2. Okay. Das scheint kein normales Package zu sein, sondern tatsächlich ein spezielles, was direkt von. Also, sehr spezielles Paket, was nicht in den Standard-Repositories drin ist. Nicht längst, weil ich mache da. Wo ich gerade draufklicken? Na gut, hier scheint die offizielle Quelle zu sein. Mal gucken, ob es hier rein zufällig ein Arch-Paket gibt. Ah, ARM64. Ah, ne, Mac. Linux x64 brauchen wir nicht. Ich meine. Uiuiuiui. Was wollen die hier? Genau. Ne, hallo. Danke dafür. Leck mich. Tja, wir können natürlich mal gucken. Ob hier rein zufällig auch ARM64 drin ist, ich wage es aber zu bezweifeln. Von daher werden wir wahrscheinlich nicht ohnehin kommen, das Ding zu kompilieren. Sehr blöd. Hallo, Internet. Was ist los mit dir? So, Downloads Install CMake 3, Place in Fastlane. Was? Also, CMake ist lalala, okay, Ubuntu, ja, haben wir alles. So, haben wir das Ding. So. Ach, da brauchen wir auch noch Ninja. Haben wir sie überhaupt drauf? Gut, dann können wir die Datei eigentlich ignorieren. Machen wir es lieber doch mit auch mit über Terminal. Das heißt, wir brauchen noch ein Terminal. Machen wir mal Fenster. Vergrößern. 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 So. Gehen wir mal raus und klonen das Ganze in NTV2. So, also einmal klonen. Das ist auch kommt wie so auf eine Gitter.com. Was ist mit dem Internet los? Ist alles da?
Gut, hier versuche ich mal direkt GitHub anzupingen. Das klappt auch. Wenn noch mit wesentlich höheren Ping, aber klar, die Website ist irgendwo in Amerika. Warum geht das denn nicht? Okay. git@github.com. Gut, das hier, ich weiß nicht, was die jetzt von uns wollen. Wir nehmen mal den offiziellen Weg, das heißt das hier. So, gehen wir mal hier ruf. Und machen hier das Ding. Kopieren. Git. Clone. Und das Ding. So. Kann sein, dass uns dieses git@ weiterleiten wollte, beziehungsweise dass das hier eine Weiterleitung ist. Da kenne ich mich mit GitHub nicht so gut aus, aber auf jeden Fall ist das der offizielle Weg. Und hier wollte er sich irgendwo mit brücken und dabei dann halt, ne, ist klar, wenn nicht github.com antwortet, sondern irgendeine andere weitergeleitete Webseite, dann funktioniert natürlich der Hashwert nicht mehr. Dafür ist er ja auch da, damit da keiner Man in the Middle angreifen kann. So, wie geht's denn jetzt weiter? Ich hoffe mal, das funktioniert trotzdem, die Anleitung. Wenn nicht, sind wir gebumst. So, genau, erstmal müssen wir in NTV reinwechseln. Und jetzt, achso, wir haben Make dir vergessen. Oh, falsches Terminal. Und das hier. So, das haben wir. Ach, dieses komische, wieder hier durch die Reiter springt in welcher Reihenfolge. Das ist halt, naja. Okay. Wollen wir überhaupt das Debug-Ding haben? Das bringt uns ja per se jetzt erstmal sowieso nichts. Nö, wir machen es ohne. So, das andere war, wait, what? Genau. Geninja. Unter welchem Verzeichnis? In dem übergeordneten? Moment mal, warum sind sie nicht im Verzeichnis drin? Aber ich will ja vielleicht ein Terminal. Oh Leute. Du, weg mit dir. So, hier. Jetzt bin ich raus. CMake. Geninja. Im übergeordneten Verzeichnis. So, das hat ja so gar nicht funktioniert. CMake was unable to find the build program corresponding to Ninja. Das heißt, wir müssen Ninja erstmal installieren. Ninja. So. Was? Achso. Hast du vergessen. Jetzt war gerade ein bisschen verwirrt. Okay, doki. Oh, mal etwas, was funktioniert hat. Nicey Dicey. So, und dann können wir jetzt Ninja Build Ninja machen. Und schon ist unsere CPU ausgelastet. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Ich weiß nicht, wie häufig, aber es wird sehr häufig sein. That's for sure. Können wir unseren Raspberry Pi mal ein bisschen fordern, Alter. Oh ja, gut, was schreibt tut er hier auch. 20 Megabyte pro Sekunde läuft. Deswegen so eine SSD für einen Raspberry Pi, zumindest wenn man das als Produktivsystem nutzen möchte, macht schon Sinn. Weil so eine SSD wäre halt wirklich scheiße langsam. Ich meine, Raspberry Pi ist immer noch nicht der schnellste von allen Rechnern, ne? Der hat halt nur einen ARM-Prozessor, ne?
Ist aber zumindest schon mal schnell genug, dass man so da so ein paar Sachen machen kann. Wobei, ich weiß gar nicht, 1,5 Gigahertz klingt ein bisschen wenig. Taktet der nicht hoch? Oder was? CPU-Frequenz. Oh mein Gott. Schreiben verlernt. Ach ne, 1,5 ist die Maximalgeschwindigkeit. Lol. Mir war irgendwie so im Kopf, als wenn die bis 2 GHz hochgehen, aber dann war das mit dem Übertakten. Dass sie übertaktet bis 2 GHz hochgehen. Oder bis 2,1 oder irgendwie so. Aber übertakten mache ich ja ungern. Ich meine, der hat einen Lüfter, ja, aber ich bin einfach kein Freund von Übertakten. Das mache ich generell nicht. Selbst bei meinem Rechner, beim Arbeitsspeicher, habe ich mich ja lange gesträubt, XMP einzuschalten. Und damit übertakten sie ja nicht mal, sondern laufen nur auf ihren Normaltakt. Ohne XMP laufen sie ja extrem runtergedrosselt. Aber das war mir halt lieber. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, ey. Eieieiei. Die Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Auch schon wieder fast eine halbe Stunde. Boah, ey. Und wir kamen noch nicht mal zu dem Bereich, dass hier wir mit OBS irgendwas gemacht haben. Wir sind ja nicht mal bei OBS, wir sind immer noch bei irgendwelchen Dependencies von OBS. Boah. So, gucken wir schon mal, wie es weitergeht. Nachdem wir das Ganze kompiliert haben. Was? Ich glaube, für uns ist nur Part 2 oder Part 3 interessant, oder? This instructions assumes you have Visual Studio und das haben wir definitiv nicht. Tja, hier steht aber nirgendwo, dass man entweder Part 2 oder Part 3 machen soll. Was natürlich eigentlich so klingt, wie wenn man beides machen soll. Aber hier soll man Make-File machen und dann Make und hier soll man auch Make-File machen und dann... Ja, genau, hier soll man auch CMake. Nee. Okay, also man muss wirklich erst das machen und dann das. Das heißt, wir brauchen Visual Studio. What? OBS ist ja... Das ist ja... That's not good, aber er bildet es doch bereits gerade. Oder nicht? One Ninja to build the entities. Genau, aber warum müssen wir es hier nochmal bilden? Ich schätze mal wirklich, Part 2 und so sind Alternativen. Weil er erstellt ja auch jedes Mal wieder neue CMake-Build-Ordner und den haben wir ja bereits. Da erstellt er einen, hier erstellt er auch einen und bei dem Schritt, den wir gerade gemacht haben, erstellt er auch bereits einen. Haben wir ja gemacht. Da sind wir gerade drinne. Also ich schätze mal, das ist nur entweder oder. Oder. Also sind da hier drei Möglichkeiten, wie es aussieht. So, das heißt, das haben wir bereits alles. Cool. Müssen wir nur gucken, wie wir die Sachen dann installieren.
Was? CMake install deploys output fields to a subdirectory called ntv2 install. Okay, das heißt, wir können einfach direkt CMake install machen. Weil das Build Directory haben wir gar nicht bestimmt, weil wir in dem bereits drin sind. Okay. Bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, also müssen wir warten, bis das Ding fertig ist. Und wie lange das noch dauert, I have no idea. Ich weiß nur, dass unser Raspberry Pi mittlerweile ganz schön am Schwitzen ist. Aber bei 57 Grad ist jetzt nicht wirklich am Schwitzen, aber. Das ist halt der Vorteil, dass er den Lüfter hat. Naja. Gut, dann schalte ich mal wieder meine Kameras hier aus. Ups, das war das Falsche. So. YouTube. Ah, tja. Achso, da vorne liegt schon eine Zahl. 138 für 193. Also, hier so. Da haben wir ja so ein bisschen Fortschritt. Könnte also das Video so lange beschleunigen, bis die Zahl relativ nah an 190 ist. Oder einfach direkt zum nächsten Video springen, weil ich glaube mal nach dem Video mache ich direkt erstmal Folgenpause. Ist das schon wieder mehr als eine halbe Stunde. So. Okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das mit dem Kompilieren scheint ja erstmal geklappt zu haben und dann, bis zur nächsten Folge.